Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Legacy of the Duelist. Ihr seht, dass ich schon ein bisschen weiter gezockt habe. Aber nur ein bisschen. Naja, dann machen wir weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das hätte ich lesen sollen, ne? Scheiß drauf. Der muss schon lesen. Lesen ist was für Anfänger. Also viele, der nicht ich. Ich glaube, ich habe richtig gesagt. War auf jeden Fall ein bisschen leiser für mich. Aber nicht für euch. Ja. Musik. Habe ich recht? Was soll ich denn da sagen? Oh, kannst du beschwörerst. Oh nö. Oh nö. Ah, okay, ist okay. Ach, okay, ist okay. Haha, ich aktiviere Topf der Gier. Ihr eiliger Notruf? Rubelmann. Nehm ich viel Sparkman. Ich setze eine Karte auf Deck. Und Monster-Tag, nicht beenden, mein Zug. Du bist dran, Nietzschraut. Nietzschraut. Nickt. Nickt. Nein. Alter. Alter. Ist dein Ernst? Verschiedene. Und so ein Bastardlappen. Wichser. Au. 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 Ich habe nicht das Gefühl, ich werde gewinnen, weil mein stärkstes Monster hat 2400 Angriffspunkte. 2600. Tempus kann ich nicht beschwören, weil ich keinen Bubelmann hab. Ich glaube, ich habe verloren. Nee, ich habe verloren. Komm, ich beende das Duell einfach. Unlucky me. Ich werde es einfach nicht raushören. Triberiauto. Was? Die Tripi-Auto. Oh. Okay, gut, das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich. Ey, was ist denn los? Holy shit! Okay, oh, irgendwas ist gerade falsch mit dem Spiel. Weil zu viel Pech ich hab. Was stand da gerade? Also beim Monster, das habe ich nicht gesehen, das werde ich dann nach der Aufnahme nochmal angucken. Damit kann man auf jeden Fall mehr anfangen. Und ich beschwöre wildes Herz. Greife mit wildes Herz dein mystische Tomaten-Taifun an. Das war kein Witz. Der hat antike Regeln? Doch. Ah, aber das ist schon auf jeden Fall. Rudriger schwarzer Drache. Ruf der Gejagten. Mystische Tomaten-Soße.
Ha, netter Versuch. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Haha, damit rechnet niemand. Mit der Doppel-Wild-Hard-Verteidigung rechnet auch niemand. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber, ne? Ein Schwertrache. Ha, ich aktiviere Spielkraft. Du bist genau drauf reingefallen. Aber das war schon in deinem. Sonst hätte ich jetzt schwarzer Rot. Rotäugiger schwarzer Drache belebt. Schwarzer rotäugiger Drache. Auch genannt. Eigentlich kann man beides dazu sagen. Ich greife an. Ich hätte mit Wiedergeburt den wiederbeleben können. Ich habe mir gerade gegen den Kopf gehauen, ne? Na, Verteidigungsmodus Emma White. Pussy. Wildes Herz im Angriffsmodus. Wildes Herz Flippbeschwörung. Wiedergeburt. Rotäugiger schwarzer Drache. Was ist denn schon Fried? Achso, Angriff annullieren. Achso. Ah. Oh. Ew. Nicht Drachentruppen. So ein Lemo. Ha, Rotäugiger schwarzer Drache hat angegriffen. Scheiß Animation. Drachentruppen sind einfach super nervig. Ja, nur. Warum hat denn das? Oh, da ist wahrscheinlich noch einer auf der Hand. Drachentruppen sollte man immer dreimal im Deck haben. Du dumme Menschen haben Drachentruppen nur einmal im Deck. Oder zweimal. Ja, Wolkenkratzer. Ich bin das Duell. Ha, tatsächlich, da hat er noch Drachentruppen auf der Hand. So ein Opfer. Ah, kannst doch keinen beschwören. Noch unlucky, ne? Ja, ich greife ins Sparkwind. Wildes Herz und wildes Herz nicht direkt am Beenden das Duell. Tja. Gestompt. Nachdem ich zweimal gestompt wurde. Das Feld der Schreie. Bla 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 bla. Interessiert sich eh keiner für. Wenn ich mich schon dafür nicht interessiere. Scheiße. Ich werde immer outplayed und deshalb wollte ich den guten alten Stein benutzen. Das ist dumm. Ich sollte die outplayen. Seht ihr das, was ich sehe? Genau, ich werde gebumst. Ja, darauf habe ich doch gewartet. Ich aktiviere Fusionstor. Und Fusionsbeschwöre Döner-Gigant. Seid ihr bereit? Ich aktiviere Verstärkung für die Armee. Und tu mir Avion. Im Angriffsmodus. Nein. Wir machen noch eine Fusionsbeschwörung. Elementarheld Flame Wing Mann. Hat der nicht sogar die eine Karte, von der ich denke, dass er sie hat? Auch genannt Shining Flame Wing Mann. Ein glänzender Flammenflügelmann. So. Eigentlich sollte er sie haben. Ja, hat er. Scheiße, ich Idiot. Der hätte mir sogar holen können in diesem Duell. In der Runde. Nein! Ich greife an mit Nein, mit Flammenflügelmann. Warum hab ich.
Dieser Scheiß-Spielfeldzauber, ich hab den komplett vergessen. Yay. Ich hab eine ziemlich fette Combo gemacht, mit der ich das Spiel hätte gewinnen können, aber nein, ich vergesse eine Karte. Das sind auch die wichtigsten in ihrem Deck. Ohne das könnte ich doch gar nichts machen. Was mache ich? So eine Kacke. Und man sich dann danach nur denkt, Alter, ist der Junge Brain Dead? Und dann denke ich mir so, Alter, bin ich Brain Dead? Wildes Herz. Das ist so wild, dass sogar das Herz wild ist. So, zeig, was du kannst, Kamula. Oh, Lemo. Noch ein wildes Herz. Ich brauche wilde Herzen. Ich bin nur ein Zug, du bist. Und der macht da nichts. Cool. Der macht sie nichts. Wohl ja. Bist eine Frau. Ein Frau-Frau-Man. Frau-Woman, Woman-Frau. Ja, jetzt hat sie noch 400 Lebenspunkte. Angriffspunkte. Damit greift sie direkt an. Komm schon, Kamula. Zeig, was du kannst. Wow, das. Nee, so machst du auch keinen Spaß. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn sie nichts macht. Grabwinder. Als diese Karte durch Kampfzerstörung auf Friedhof gelegt wird. Oh fuck. Der Gegner denkt nach. Er berechnet alle 30 Züge voraus. Ach so, Amazon, ne? Oh. Oh. Ich habe direkt von Anfang an die ultimative Combo gegen das Amazonendeck gefunden bekommen. Das ist die beste Möglichkeit gegen ein Amazonendeck, Wild Edge. Also er kann jedes Monster auf das gegnerische Feld einfach angreifen. In einen Zug. Und er hat die teuflische Ketten. Und dann denke ich mir so, geht dich ja hängen. Ich aktiviere Wolken. Kacke. Wolkenkratzer. Dann greife ich mit Spark, Mann. Dein Gigadame an. Ah, ausgetrickst. Direkt reingefallen. Oh nein, ich habe zu nicht drauf. Au. Dort nur einen gibt, würde Wild Edge rausbekommen. Ich beschwöre mit Blade Edge. Edge Lord Edge. Edge make Edge Lord. Wild Edge Lord. Wilde Edge Lord. Whisky, 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 Whisky.
Die boosten sich gegenseitig. Knechter. Wenn sie sich nur gegenseitig boosten. Immer diese Elo-Booster. Greif an. Spark, Mann. Die Tanja hat keine Chance. Warum macht sie das? Hat sich gerade null gelohnt. Weil klar hat sie mir jetzt 1200 Schaden gemacht, aber sie macht genau denselben Damage Burst Sentries und dann noch 2600 darauf. Null gelohnt. Zack. Damit bin ich jetzt am Gewinnen, dass ich keine amazonische Paladine mehr hat. Ah, oh, noch amazonische Schwertkämpfer sind. Clay Sturmangriff. Brauche ich nicht. Oh, wahrscheinlich nicht, ich habe schon. Areal. Areal. Ariel. Hier ist ein bisschen fest. Beschwöre Avion. Ja, ja, damit habe ich schon gerechnet. Das habe ich mit einberechnet. Deshalb habe ich schon nicht mit Blade Edge an. Wobei es eigentlich nur 100 Lebenspunkte Unterschied macht. Amazonische Weise. Weiß ich es hier aber gar nicht. Ey, die ist sogar einfach das Duell so richtig hart drauf. Weil jeder weiß, ich gewinne immer. Jetzt bestimmt wieder so eine Scheißbogenschussenden Kacke. Ich fusioniere Wild Edge und Blade Edge. Und da hätte Wild Blade Edge Edge. Ah, jetzt hat sie noch 300 Lebenspunkte. Was wird sie tun? Ich muss sagen, es war ein guter Zug für den Retardeten. Was macht ihr eigentlich? Achso, vergessen. Ich weiß, was sie tun wird. Nein, man hat Lebenspunkte verloren. Ha! Spielkraft. Classic. Au. Verliere ich das Duell jetzt wirklich noch? Ach, zum Glück nicht.
Ich habe auch noch 8 Relais und dieser Zug und ich habe verloren. Oder auch nicht. Wildheart. Wild Edgelord. Immer dieses wilde Edgelord. Holy shit. Es ist so eine Hure. Das ist so eine dreckige, ekelhafte, behinderte Wix-Hure. Oh mein Gott. Das Duell war nicht nur langweilig, sondern ich muss es jetzt auch noch normal machen. Alter. 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 Und schon Wild Edgelord. Diesmal schaffen wir das. Bestimmt. Wenn es halt die beste Karte gegen ein Amazonas Deck, aber. Wenn sie schwer hat, dann. Wird's wohl nichts. Ach du Scheiße. Komm, spiel ruhig dieselben Karten 100 Mal. Oh nein, du hast meinen Monster-Effekt aktiviert. Mir Wildheart und Polymigration. War gut, dass du diese Karte beschworen hast. Ne? Gibst auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Wait a minute. Achso, ich habe gerade Fusionszauber mit Polymerisation verwechselt. Ach so, ein behinderter Mann. Ein behinderter Mann. Nennt mich ab sofort alle so. Ein behinderter Mann. Oh ja, Flame Wing Mann. Too easy für mich. Too easy for me. Flame Wing Mann. Flame Wing Mann. Und easy leave. Easy leave. Leave the battlefield, please. Are you sure about that?
Are you sure about that? Was sind denn Wicks? Ich meine Twix. Fusion Gate. Fusion Gay. Hat er gay gesagt, lol. Kampfphase. Direkter Angriff. Gewonnen. Ach, easy. Ach, direkter Angriff. Und Edge Wild Edge Lord. Dann lass du, ey. Ach, gewonnen, easy. Ein Grund zum Verlieren. Stufenmixer. Kann nix. Alex gegen Titan. Das Duell war das Ekelhafte. Was ich beim letzten Mal gesagt habe, was ekelhaft war. Gut, 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 gut. Ich habe eine relativ okay Hand. Ich hab jetzt schon gelost. Brauche ich dafür Etoile Cyber und Klingenläuferin? Habe ich beides nicht. Beschwöre Klingenläuferin in Angriffsmodus. Und ich greife an. Are you sure about that? I end my turn. Ich meine, I end my turn! Ow! Ow! Ja, ich mag es, dumme Geräusche zu machen. Ich habe eh verloren. Dieses Deck ist im Scheiße. Das ist Cyberkarten. Au. Und doppelte Passé. Jetzt greife ich mit Cyber Tutu direkt an. Ja. Die Stack ist doch komplett. Behindert, ja, Ich benutze jetzt mein eigenes Deck. Es kann mir so etwas dagegen machen. Jo, als zweites. Ich halte als zweites. Bitte tu mir nichts.
Warum hat der Ritualkarten? Das wundert mich gerade am meisten. Und. Oh, noch ein Augustin Mimios. Eine Karte gut countert. Du musst, du hast mich dazu gezwungen. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Rei, GG. Ein GG. Eine GG-Verschwendung. Ah, ja, Angriff. And my turn. Ich meinte. My turn. Meine Frau. Me woman, me dumb. War nicht ernst gemeint. Ah, Valkyrie direkt Angriff. Ah, dunkler Magier direkt Angriff. I end my turn. Warum sag ich die ganze Zeit I end my turn? Ja, genau! Genau! Natürlich, warum sollte er auch seinen Doppelzauber nicht haben, ne? Ich meine, kann ich komplett nachvollziehen, ein Erz- und der Weltler-Deck, ne, Doppelzauber zu besitzen. Und Ritualkarten, ja? Macht sehr viel Sinn. Ja, Titan ist halt. Hat uns alle outsmartet. Hat uns alle outsmartet. Weil er hat einen Smarty in seiner Unterhose versteckt. Na. Ja. Ich opfere Valkyrie des Magiers. Und beschwöre das dunkle Kawaii-Mädchen. Und aktiviere das Auge von Timaeus. Und Fusionsbeschwöre. Dunkles Kawaii-Mädchen, die Drache-Ritterin. Da waren bestimmt 30 Satzfehler im Satz. Nein, ich aktiviere den Effekt nicht, weil sonst würde sie selbst zerstören, was keinen Sinn ergeben würde, warum ich das machen sollte. Ja, Angriff! Dunkles Kawaii-Mädchen, die Drache drin. Ach, gewonnen, easy. Am Nails Endspiel. Ah. Nicht Benutzer. Nicht heute. Heute nicht. Heute mal nicht. Nein. Das will ich doch nicht. Nein. Ja, wo ist es? Ja, Zukunftsfusion wurde verpackt. Apropos Zukunftsfusion, ne? Ich sehe schon in der Zukunft heraus, ich brauche Tempest. Tschüss. Ist jetzt sein Monster verdeckt? Er verratet ihn nicht, dass es ein Sparkman ist. Bitte nicht. Bitte. Oh, danke schön. Oh, ein geflügelter Hurensohn. Ich meine Kuribo. Der geflügelte Hurensohn von Ra. Ich greife ran. Oh, Helios, ja. Spack, man greift direkt an. Oh nein, ich sehe im Fall ja Hurensohn. Au. Okay. Du hast es so gewollt. Gewollt. Ich Fusionsbeschwöre. Elementarheld. Tempest. Paroba. Danach aktiviere ich. Polymi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 m
Danach aktiviere ich den Effekt von Döner-Gigant und werfe geflügelter Kuh meine Eier auf dem Feld. Danach beschwöre ich Sparkman direkt im Angriffsmodus. Muss dafür eine Karte abwerfen, oder? Ja. Ich greife mit Sparkman dich direkt an. Danach mit Tempest. Und danach beende ich das Spiel mit Döner-Gigant. Ja, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Wir sehen uns dann. Bis dann und ciao.